The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her boat. The seas be ours and bide the powers where Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen. Und Sie haben hier zu Anfang gleich, ja, glaube ich, 7 Bemerkungen. Wenn Sie mich mal einführen. Also das Buch Gottes Eifer fängt ja mit einer kleinen, sozusagen grammatischen Verrückung an, indem ich das Wort nicht als ein Wort präsentiere, sondern als 2 Wörter und dabei aufmerksam mache auf den Sachverhalt, dass das Eiferertum keineswegs das Privateigentum der menschlichen Psyche ist, sondern dass die eifernde Psyche sich selber als Juniorpartner eines eifersüchtigen Gottes konstituiert. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ausgangspunkt. Es ist und darf nicht klar sein, wer eigentlich das Subjekt dieses Überschwangs oder dieser Dringlichkeit ist, mit der Menschen im monotheistischen Raum sich benehmen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Ausgangspunkt. Das bedeutet, man kann dieses Phänomen nicht verstehen, wenn man nicht zuvor das Gesamtterrain beschrieben hat, in dem es sich artikuliert. Nämlich, wir bewegen uns dann auf dem Feld der Transzendenz, die in die Immanenz einwirkt. Ohne eine solche Figur, das heißt eine Doppelwirklichkeit, können wir über Gegenstände dieses Typs gar nicht sprechen, weil es nicht auftreten würde. Was bedeutet Transzendenz? Und die Transzendenz wäre in dieser Darlegung ein Reich, ein Bereich, eine Dimension, wie immer man das nennen möchte, die hinter dem Horizont liegt, um es ganz bildlich auszudrücken. Menschen sind ja Nachkömmlinge von Savannenläufern, die mit dem Horizont gewissermaßen a priori begabt sind. Der Horizont ist eine Funktion a priori unseres Wahrnehmungssystems. Der Mensch ist beim Schauen so fest an den Horizont verdrahtet, dass Intelligenz gar nicht definiert werden kann ohne diese Horizontfunktion. Das ist übrigens ein Sachverhalt, von dem sich noch jeder heutige Benutzer der Bahn, wenn sie fährt, davon überzeugen kann. Denn der berühmte Bahnhofseffekt tritt ja dann auf, wenn man in einem Zug sitzt und der Nachbarzug fährt an. Ja, rechnen wir uns selber diese Bewegung zu weil unser Gehirn a priori so strukturiert ist, dass der Horizont sich nicht bewegen kann. Der Horizont ist sozusagen das Stabile. Und wenn sich da etwas bewegt, müssen wir uns diese Bewegung zurechnen. Deswegen tritt bei allen Menschen, auch wenn man es weiß, ja, unverrückbar dieser Effekt auf, dass wir glauben, wir bewegen uns, wenn sich der Horizont bewegt hat.
Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, wie bedeutsam. Das ist eine Umkehrung des Attraktors. Ja? Ja. Eigentlich beziehen wir ja. etwas auf uns. Ja, wir beziehen es auf uns. Wir können, das Verhältnis zwischen Horizont und Subjekt ist so a priori organisiert, dass wenn sich der Horizont bewegt, wir glauben, wir haben in einer Eigenbewegung den Schein, dass der Horizont sich bewegt, hervorgerufen. Deswegen rechnen wir uns diese Bewegung zu, auch wenn es einmal, wie es in solchen Beispielen auftritt, umgekehrt ist. Kurzum, was ich sagen will, wir schauen an den Horizont und der menschliche Geist wird hell in dem Moment, wo ihm ganz klar wird, dass hinter dem Horizont die Realität weitergeht. Ich glaube, das ist der Moment, in dem der Mensch seine Fähigkeit, wie ein Tier in der Umwelt zu leben, verliert und Weltbürger wird. Das Weltbürgertum entsteht logisch gesehen oder philosophisch gesehen in dem Augenblick, wo wir die Realität des hinter dem Horizont liegenden. Also das Setzen ganz einer Grenze oder Schranke ist immer das Hinaus über dieselbe Regel. Genau. Das ist sozusagen diese Sprungbereitschaft. Ja. Wir haben in eine zweite Realität. Ja, in die zweite Realität. Denn hinter dem Horizont ist in der Regel das verborgen, was in unsere Welt einbricht, um dort Gefahr zu bringen. Die Löwen, die uns fressen werden, sind im Augenblick... Auch das Gold, das ich suchen könnte. Auch das Gold, das man suchen kann. Also das ist allerdings eine sehr viel spätere Funktion, weil die Löwen und das Gold sind kulturgeschichtlich gesehen keine gleichzeitigen Objekte. Der spätere Mensch, der schon das Wünschen gelernt hat und der durch diese tiefe sozusagen Alphabetisierung des modernen Begehrens hindurchgegangen ist, und das ist ein Phänomen, das wir seit 2000 Jahren kennen, also seit die Schatzinsel zu einem Topos unserer inneren Landschaften geworden ist. Aber zunächst ist es so, dass hinter dem Horizont die todgebenden Kräfte sich verbergen und die brechen gelegentlich in unsere Sphäre ein und plötzlich steht der Leopard vor dem Lager und der Alarm wird geschlagen und die Gemeinschaft und jeder einzelne Körper schaltet auf die Verfassung, in der er seine höchsten Energien abrufen kann, sei es für die Flucht, sei es für einen koordinierten Gegenangriff. Der Leopard ist aber das Wappen eines Mannes, eines Stammesfürsten der Nomaden. Ja? Mhm. Und er kann uns dezimieren. Ja? Er kann alle Zelte niederreißen, alle Frauen mitnehmen. Ja. Er kann also sehr gewaltsam sein. Der Jaguar zu Ende, wenn er satt ist. Ja, und das ist ein unersättlicher Jaguar, der mich bedroht. Wenn der Jaguar sich das Antlitz eines politischen Feindes annimmt, dann wird das, was hinter dem Horizont liegt, erst recht bedrohlich und umso beachtlicher und umso faszinierender. Also alles, was hinter dem Horizont liegt, hat eine hohe Lebensbedeutsamkeit. Gerade aus seiner Verhülltheit tritt es dann heraus. Und wenn es heraustritt, ist es fast immer bedrohlich. Bis auf diese Momente, die wir ideengeschichtlich mit dem Auftauchen der Offenbarungsreligionen verknüpfen, wo hinter dem Horizont auftauchende Botschafter möglich werden, die zu uns kommen. Es sind immer Fremde natürlich. Die Positivierung des Fremden ist eigentlich ja mit dem Abenteuer der Kultur weitgehend identisch. Fremde Botschafter, fremde Besucher, die man zunächst nicht kennt, inkognito, und die sich dann aber als Träger eines ungeheuer bedeutsamen Absenders und einer ungeheuer bedeutsamen Botschaft erweisen, die dann zu uns sprechen und zum ersten Mal das sagen, was wir lange nicht gehört haben, nämlich fürchtet euch nicht. Ja, so fangen die, wenn man so will, die anderen Transzendenzzeichen an. Ein Satz, der keinen Sinn hätte, wenn wir nicht tiefen Grund zum Fürchten hätten. Ja. Und diese Ambivalenz bleibt eigentlich auch allen religiösen Kommunikationen
anhaftend bis in die Gegenwart. Und selbst die Aufklärung hat es nicht vollends vermocht, Gott nett zu machen, obwohl wir alles dafür getan haben, zu einem netten und lieben Gott zu kommen. Die Erinnerung daran, dass hier die todgebende Kraft, die herrschende Kraft, die versklavende Energie kommt, aber auch zugleich diejenige, die Befreiungsbotschaft übermittelt und die sagt, fürchtet euch nicht. Diese Ambivalenz bleibt solchen Botschaften inhärent und wird immer aktiviert, wenn auf dieser Welle kommuniziert hat. Und so habe ich in diesem Buch mir erlaubt, vor dem Hintergrund einer solchen Meditation über den Horizont, sieben Bedeutungsabschattungen des Phänomens Transzendenz darzustellen, von denen ich zeige, dass drei oder vier mit bestimmten Arten von Fehlschlüssen verknüpft sind, mit bestimmten Arten von Verkennungen des Realen, während drei andere so beschaffen sind, dass sie einer aufklärerischen Kritik Widerstand leisten, weil die Aufklärung in diesem Feld auch nicht über besseres Wissen verfügt. Diese drei, wo besseres Wissen sich nicht hat bilden können, das ist zum einen die Frage nach dem Ort, wo die Toten sind. Ja. Das Verschwinden der Toten aus dem Real stellt unsere gewöhnliche Raumauffassung, unsere Alltagstopologie vor ein Rätsel. Wir können uns mit dieser primitiven Auskunft nirgendwo nicht abfinden, weil der Raum ja etwas durch und durch Positives ist und wir können uns keinen Nullraum oder keinen negativen Raum vorstellen, in dem jemand sein soll. Deswegen sind Tote strukturell beunruhigend, sind auch metaphysisch beunruhigend, weil es die bloße Tatsache, dass es so etwas wie Tod und Tote gibt, eine Raumfrage impliziert, die mit dem Phänomen Transzendenz etwas zu tun hat. Sie sind in irgendeiner Art dort, dass wir nicht mit einem trivialen Nirgendwo gleichsetzen können. Und die Antworten auf die Frage, was hat es nun mit diesem Dort auf sich, sind vielfältig, so vielfältig wie die Kulturen oder die Grundmöglichkeiten dieser Jenseits Fantasien. Ich glaube, das ist einer der harten Kerne dessen, was man mit dem Transzendenzbegriff beschrieben hat. Dass Menschen als Frage nicht ausreden lassen werden. Das kann, also da kann man sich ja, vernünftig sie einreden, sie können wie man will. Man könnte es den Menschen nur dann ausreden, wenn man ihnen die Beziehung zu den anderen und die Liebe zu den anderen ausreden könnte. Denn sobald man liebt, entsteht eine Form der Anhänglichkeit, die Leben-Tod-Grenze ignoriert. Und diese Form von Ignoranz gegenüber dieser Grenze hat auch was mit Transzendenz zu tun. Also wir begleiten geliebte Wesen über diese Grenze und können nicht anders. Ja. Und da gibt es sehr alte Indizien. Paläoanthropologen haben uns gezeigt, dass man schon vor 40.000 Jahren Begräbnisrituale gekannt hat, die ganz offenkundig diese Form der Anhänglichkeit, die Todesgrenze überschreitet, bezeugt. Man kann ja ganze Kulturen nur danach chronologisch unterscheiden, ja? Dass sie da eine Art Evolution mitmachen. Deswegen hat Bachofen ganz recht gehabt, wenn er sagte, das Studium der Gräber sagt uns am meisten über das Studium und das Wesen des Menschen und der Kultur. Es gibt eine Art Pflege, Kultur, die Gräberpflege ist. Und wo ein Grab ist, ist eben ein Gedächtnis. Und ein Gedächtnis ist eine Anhänglichkeit an etwas Verschwundenes, Abwesendes, das man gleichwohl nicht preisgeben kann. Wo keine Gräber möglich sind, wo sozusagen die vom Bombenangriff zerstörten Menschen in Massengräbern und deren Herkunft ist nicht dokumentiert. Ja. Ja? Wo liegen die und so weiter. Ja? Und wer liegt darin? Ja. Ja? Das ist dann eine Grundströmung. Da kommen die Geister über die Menschen. Ja? Das ist eine zweite Transzendenzquelle, die allerdings missverständlich ist, die würde ich dann eher auf der anderen Ebene verzeichnen, also
in dem Bereich anschreiben, wo die Verkennungen auftreten. Aber es gibt noch eine authentische Transzendenzquelle, die man mit dem Begriff Offenbarung umschreiben kann, und eine dritte Transzendenzquelle, die mit der Selbsterfahrung der Intelligenz zu tun hat. Die Intelligenz ist ja so verfasst, dass sie zu fremder Intelligenz in ein teils erotisches, teils phobisches Verhältnis gesetzt ist. Aber das stärkste Merkmal von Intelligenz ist, dass sie auf andere Intelligenz aufmerksam sein kann. Und Transzendenz, also Gesellschaften bildet, ja, dass sie Lerngemeinschaften bildet, dass sie sozusagen Irritationsteams ausbildet. Das ist auch ein typisches Zeichen von authentischer Intelligenz, dass man fremde Intelligenz so ernst nimmt, dass man von ihr belebt werden möchte. Oder im Fall der Paranoia, die ja auch außerordentlich bedeutend ist und auch so einen semitranszendenten Charakter hat, dass man sich in die bösen Pläne einer fremden Intelligenz vorauseilend einfühlt, weil man der Klugheit des anderen nichts Gutes zutraut. Aber ich würde sagen, das ist eine authentische Transzendenzquelle, denn es gehört zur Intelligenz, dass sie diesen ungeheuren Gedanken fassen kann. Sie ist mit dem gewissermaßen schon a priori ausgestattet, dass sie von einer anderen Intelligenz überragt wird. Das hat auch psychoanalytisch beschreibbare gute Gründe, denn wenn Kinder zur Welt kommen, dann haben sie es ja eben mit so großen Wesen zu tun, denen man unterstellen muss, dass in ihnen eine Empfindlichkeit, eine Nachdenklichkeit, ein Wissen da ist. Und dieser Aufblick zu diesem Subjekt, das weiß, ja, ist eigentlich eine Urprägung von Intelligenz, die immer lernt. Das ist, ich glaube, das ist, der Mensch ist einfach ein Lernmonstrum, nicht? Also die Anthropologie muss im Grunde eigentlich als Monstrenkunde entwickelt werden, denn der Mensch nicht zu lernen. Ja, man ist doch, selbst das kann man, nämlich weil Menschen sich durch ein spezifisches Training gegen ihre besseren Möglichkeiten entscheiden können. Also asketisch werden, ja, gegenüber dem Lernen. Ja. Aber es gibt schon so eine Art Harakiri-Funktion in der Intelligenz. Und es gibt Menschen, die das aus Enttäuschung an der Intelligenz die Beziehung zu derselben abbrechen und dann sozusagen mit einem bestimmten Set an Überzeugungen für den Rest ihres Lebens auszukommen versuchen. Ja. Eigentlich ist ja die Überzeugung immer das Instrument, mit dem Menschen sich gegen ihre eigene Offenheit, Überoffenheit zu sichern versuchen. Und schließlich haben wir noch dann diese erwähnte dritte Funktion, die ich mit dem altehrwürdigen und überaus problematischen Begriff Offenbarung angedeutet habe. Die Basisvorstellung ist dabei, dass ein Botschafter zu uns kommt, auch so ein typischer Fremder, der zugleich einer von uns sein kann, der aber doch aus der Fremden, aus der anderen Welt abgesendet ist und der uns eine Botschaft übermittelt, auf die wir mit bordeigenen Mitteln nicht hätten kommen können. Das ist eigentlich die Vorstellung, die dem konventionell gebrauchten Begriff von Offenbarung zugrunde liegt. Und ich schlage nun eine philosophische Rekonstruktion dieses Begriffs vor, die missverständlichen Aspekte dieses allzu eng und allzu kulturalistisch verstandenen Offenbarungsbegriffs beiseite räumt und zeigt, dass die Offenheit der Welt als solche ein Verhältnis bildet, das man ohne Rückgriff auf irgendeinen Offenbarungsbegriff gar nicht beschreiben kann. Selbst Forschung, selbst wissenschaftliche Forschung setzt ja voraus, dass die Natur, die man zum Sprechen bringen, wie ich möchte, irgendwann spricht. Mit anderen Worten, dass die Natur selber
aus der Verhülltheit in die Unverhülltheit übertreten kann. Also dass die Welt irgendwie der Ort ist, an dem irgendwas klar wird, an dem es rauskommt. Und mit diesem sehr, sehr weit gefassten Offenbarungsbegriff kann man arbeiten, um einen Teil dessen, was Transzendenz bedeutet, zu illustrieren. Das gehört auch zu den aufregendsten Teilen der Selbsterfahrung von Intelligenz, dass man Dinge, die wir gestern noch nicht gewusst haben, heute wissen. Und wenn man sich an diese Schwelle erinnert, dass bisher Unbekanntes jetzt unseren Wissensraum mit bevölkert und mitprägt und dass das gilt, ja, obwohl es gestern noch gar nicht da war. Das ist so eine ungeheuerliche Sache, dass aus diesem noch nicht jetzt ein Anwesendes werden kann. Darüber kann man fast den Verstand verlieren, falls man einen zu verlieren hat. Und das ist eine dritte Dimension an einem philosophisch rekonstruierten Begriff. Die Menschen nicht ausreden lassen werden. Ja? Das sind die Kennzeichen ihrer drei Merkmale von den sieben. Ja, ja, das ist völlig richtig. Also der Mensch ist zunächst mal so etwas wie der Maulwurf des Universums und er taucht nur ganz gelegentlich aus seinem, hat aber Fühler, aus seinem Beobachtungshügel heraus. Ja. Aber er kann durch Interaktion mit anderen Maulwürfen, vor allem mit Schreibenden. Oder vielleicht ist er eine Fledermaus, das ist noch anders, da geht es über Echos. Ja? Ja. Und leise Echos aus fernen Zeiten, aus früheren und künftigen, beeinflussen das, was er jetzt an Orientierung braucht. Genau, und in dem Augenblick, wo echte Instrumente entstanden sind, für das Langfristige. Und hier ist die menschliche Intelligenz so auf eine Art Instrumentenflug durch die Zeit angewiesen. Diese Instrumente sind aber im Laufe der letzten 200 Jahre von den Kulturwissenschaften entwickelt worden, auch von den Lebenswissenschaften. Wir können jetzt Langfristiges plausibel beschreiben. Und in dem Augenblick fallen sehr viele Vorstellungen beiseite, die wir uns gemacht haben, um das Problem der Langzeitstabilität in der Welt und der sehr langsamen Veränderungen in der Welt auszuräumen. Da fallen dann eine ganze Menge Idealisierungen beiseite. Es fällt zum Beispiel auch der Begriff der Vorhersehung zu größten Teilen weg, weil er hinfällig wird in dem Moment, wo echte Langzeitbeobachtungen möglich sind. Und vor allem, wenn geistige Instrumente da sind, die uns erklären, warum auch ungeplante Prozesse zu sinnvollen Ergebnissen führen. Das ist eigentlich das Mysteriöseste an der Evolution, nicht? Dass man zumindest regional sinnvolle Resultate hat, nicht global, aber regional überzeugende, stimmige zweckhafte wo es dann nahe liegt, sozusagen auf eine transzendente Intelligenz zu schließen, die das alles so eingerichtet habe. Jetzt. Das ist nur ein Beispiel von mehreren anderen. Aber die machen überall klar, dass der menschliche Intelligenzgebrauch selber ja einer historischen Dynamik unterworfen ist und die Selbstbelehrung im Langzeitprozess führt eben zu bestimmten Einsichten durch die ältere Zurechtlegungen des Gesamtverhältnisses modifiziert werden müssen. Und daher werden bestimmte Segmente in der dogmatischen Tradition von der Aufklärung angegriffen. Das lässt sich nicht vermeiden. Aufklärung ist Illusionenmord. Das kann man nicht harmloser formulieren. Ja. Und in diesem illusionsmörderischen Prozess bewegen sich Europäer seit einem halben Jahrtausend etwa. Der hat zu Ergebnissen geführt, die stellenweise über das Ziel hinausschossen. Aber dass Aufklärung einmal der gute Wille ist, der Dummheit zu schaden, wie Nietzsche das so schön gesagt hat, und zum anderen, das ist so ein Vorhaben, ein Aneignungsvorhaben. Ja, es ist ein Vorgang,
Denn ein großer Aufklärer, also Kabak, sagt ja, es gibt notwendiges falsches Bewusstsein. Ich brauche ein falsches Bewusstsein, wie zum Beispiel das Urvertrauen, um leben zu können. Ja, und Aufklärung hat da auch eben eine genozidale Dimension, denn falsche Vorstellungen treten ja in Völkerschaften, in Stämmen auf. Ja. Und die werden sozusagen als Ganze von diesen von dieser Politik des Aussterbens in Mitleidenschaft gezogen. Das lässt sich leider gar nicht vermeiden. Aber man muss hier unter Hinweis auf Popper hinzufügen, wir lassen Illusionen sterben und nicht Menschen. Nicht? Also diese völkermörderische, illusionsvölkermörderische Dynamik bleibt dem aufklärerischen Projekt eingeschrieben. Und es kann sich entschuldigen mit dem Hinweis darauf, dass Desillusionierung in der Summe für die Menschen ein Gewinnspiel bleibt. Wenn das nicht wäre, müssten wir heute noch die Aufklärung absagen und wieder auf Illusionspolitik setzen. Das ist etwas, was übrigens die Gegenaufklärung seit 200 Jahren durch die Rose, manchmal auch expressis verbis, mitgeteilt hat. Ja, der Mensch ist insgesamt zu fragil, um mit diesen erkältenden Wahrheiten es auszuhalten. Wir müssen das Wärmekraftwerk und das Illusionenkraftwerk wieder anwerfen. Ja. Ja. Ist zum Beispiel Hamann so jemand? Nein. Er ist auf jeden Fall jemand, der Verständnis hat für diese mythopoetischen Leistungen der menschlichen Seele und dass der Mensch nicht unter den nackten Tatsachen wohnt, sondern in seinen eigenen Poesien. Wer wäre ein richtiger charakteristischer Vertreter dieser antiaufklärerischen Haltung? Joseph de Maistre zum Beispiel, nicht? Einer der großen Franzosen. Und der sagt? Chateaubriand. Einer, der den Genius des Christentums beschworen hat. Einer der ersten, die Wiederverzauberung der Welt auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und zwar im Namen einer christlichen Anthropologie, die zugleich eine Poetik ist, sagt der Mensch, lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von den Märchen von Gott. Und ohne dieses, wenn man so will, ohne diese christliche Brüder Grimm-Funktion, ja, dass der Mensch Märchen von Gott hören will, ohne diese christliche Brüder Grimm-Funktion gerät der Mensch unerfreulich. Das war seine Prognose für den Menschen des 19. Jahrhunderts. Und das hat sehr tief gewirkt. Ich träume davon, eines Tages mal nachzuweisen, dass die hegelische Ästhetik zum großen Teil als Reaktion auf das Buch von Chateaubriand entstanden ist, obwohl er nur zwei, drei bittere und undankbare Bemerkungen in seinem gesamten Werk in Bezug auf Chateaubriand untergebracht hat. Da ist natürlich auch das protestantische Ressentiment gegen den katholischen Gegenaufklärer deutlich herauszuhören. Aber die Position als Ganze ist klar erkennbar. Seit 200 Jahren gibt es ein Ringen in der Kultur über die Dosierung der aufklärischen Kälte und der Mensch, der ja sozusagen ein Geschöpf des Lagerfeuers ist, der kalte Nächte überstehen können muss, der überhaupt so thermopolitisch ein empfindliches Geschöpf ist, dem es zu warm und zu kalt sein kann und der daher selber, seit er existiert, eigentlich immer so eine Mikroklima-Funktion mit seinem Leben verbindet. Nicht? Und sich auch im anderen Menschen sonnt. Ja, nicht? Also, ja, das heißt, es ist ein wunderbarer Ausdruck. Also man braucht eigentlich sehr viel Wärme, ja, nicht, um Aufklärung zu begeistern. Ja. Wärme und Lüftung, nicht? diese beiden Funktionen. Und beide können positiv mit Aufklärung verknüpft werden, wenn Aufklärung nicht nur als Entzauberungs- und Abkühlungsunternehmen verstanden wird. Ja, es gibt eine aufklärerische Poetologie, die in unserem Jahrhundert angesichts der Trostlosigkeit gewisser Jahrzehnte sehr, sehr starke Vertreter gefunden hat. Denken Sie an Jakob den Lügner von Jurij Becker. Da wird ganz besonders klar gezeigt, was Überlebenspoesie bedeuten kann. Und die hat selber auch eine protoreligiöse Qualität.
Und ohne Märchen von Gott entsteht man einen menschengemachten kosmischen Winter nicht. Und das war die Zeit, in der die Ansätze für das, was jetzt ein halbes Jahrhundert später so als massive Rückkehr der Religion beschrieben wird, eigentlich zugrunde gelegt worden waren. Da marschieren Nachkommen der Französischen Revolution, bewaffnet, ausgebildet, in Russland, in der Kälte, ja, von Moskau zurück. Ja, nicht? Und wie viel Illusion brauche ich als Korporal, ja, um mir vorzustellen, dass meine Rettung sich überhaupt lohnt? Ja, nicht? Ich habe Gold um mich geschnallt, Beute aus Moskau. Ja, nicht? Aber ich muss doch irgendetwas haben, wo ich hin will. Ja, wenn ich diesen Winter überwinden will, ja, das also ist dieser Rückmarsch, ja, auf dem befindet sich einiges seit 200 Jahren. Also auf dem Rückmarsch wird man nicht so sehr von der zweiten Ebene der Illusionen, also von den imperialen Illusionen beschützt, sondern man will nicht mehr nach Indien. Sondern von den häuslichen Illusionen, also von den Familiengöttern. Also der Soldat, der von Moskau nach Paris marschiert. In Düsseldorf sitzt oder, eine Geliebte oder in Paris oder bei Paris eine der Frau. Der von Moskau nach Burgund nach Hause will, der wird ja von seinen Familiengöttern geschützt. Nicht? Also die Penaten. Nicht? Und wenn die stark genug sind, dann tragen Sie ihn nach Hause. Dann geben Sie dieses zusätzliche Motiv, das ich brauche. Das ist oft beschrieben worden, nicht? Dass Menschen jenseits des physiologisch Möglichen marschiert sind, wenn sie diese Bündnispartner gespürt haben. Aber das, sagen Sie, ist Erinnerungsvermögen, das ist nicht Religion, nicht? Sie sprechen von Gott und von Eifer, ja, und beide, also Zelos, ja, nicht, und der Gott, von dem Sie sprechen, unterliegt einer Evolution offenkundig, ja, er ändert sich, ja, und hat sich wohl in Frühzeiten massiv verändert. Ja, völlig richtig. Die Theologen schauen ja mit gutem Grund nervös auf die Tätigkeit von Kollegen, die keine Theologen sind, aber dasselbe Thema aus einer anderen Perspektive betrachten. Das sind Religionshistoriker. Ja, und Religionshistoriker und Theologen verstehen sich in der Regel gar nicht so gut miteinander, weil die Historiker die dogmatische Funktion außer Kraft setzen, zu der der Theologe, wenn er echt theologisch spricht, ja verpflichtet ist. Der Religionshistoriker sieht Gott aus einer Perspektive, aus der ihn der Gläubige niemals sehen darf, denn der Gläubige sieht ihn von vorne an und der Historiker schaut ihn im Profil. Also Gott von der Seite, das ist eigentlich schon ein blasphemischer Blick oder gar von hinten, das sieht er nämlich dann tot aus, das geht gar nicht. Ja. Eigentlich der Gläubige kann ja nur das Fass auf Fass anstreben und der Theologe, der sozusagen der Anwalt des Gläubigen vor der Vernunft ist,
unterstützt ihn bei diesem Faserfass. Aber die Historiker für alle drei Monotheismen gleicherweise ja. verdächtig. Ja, weil alle drei Hauptgötter, ob es nun Yahweh ist oder der Gott der Christen oder ob es Allah ist, von der Seite gesehen sehen die alle anders aus als in der gläubigen Frontale. Also, was sieht man da? Man sieht eine Evolution, man sieht die Herkunft, die Nachkünftigkeit von bestimmten polytheistischen Präludien. Man merkt, wie plötzlich da Gott in ein anderes Register die übergeht. Die vielen anderen Götter vernichtet ja. werden ja. müssen, damit der eine entsteht. Und das geschieht in strenger Analogie zur politischen Geschichte der Menschheit. Denn solange Menschen in Horden gelebt haben, dann in Dörfern, dann in Stämmen, und Völkern, war ja noch kein so großer Hochgottbedarf gegeben. Aber in dem Augenblick, wo die Lebensverhältnisse der Menschen die Schwelle zum Königreich überschreiten, das ist, glaube ich, die große Menschheitsschwelle schlechthin, und die Schwelle zur Schrift, das geht meistens Hand in Hand miteinander, da melden sich mit einem Mal aus diesem Offenbarungsfenster diese neuen Hochgott und diese monotheistischen Figuren. Die treten da in unsere Wirklichkeit ein und stellen den Anspruch, sie zu beherrschen. Und daher gibt es so etwas wie politische Theologie von diesem Augenblick an. Es gibt politische Theologie, weil jeder Mensch, der nicht völlig benommen ist, sofort sieht, dass es eine starke Analogie gibt zwischen Gott, Göttern und Königen und vor allem zwischen dem Doppelkönigtum, dem Kaisertum und dem Monotheismus. Ja, also solange also es nur seither ja, in Babylon immer ein weltliches Zikkurat ja, und einen geistlichen geben. Ja. Es kann nicht Hohepriester und König so leicht dasselbe sein. Ja. Mit einer kleinen Zwischenzeit in Byzanz ja, haben wir immer die Dichotomie zwischen Papst und Kaiser seither. Ja. Das deutet eben sehr klar darauf hin, dass die menschliche Intelligenz auch zu dieser Zeit nicht geradewegs auf ihre eigenen Fabrikationen hereinfällt, sondern dass sie die Funktion Transzendenz durchaus verstanden hat und dass sie Transzendenz und Immanenz sehr wohl unterscheiden kann. Weswegen ja auch der Pharao nur der Sohn des Himmels oder der höchsten Götter ist oder auch der japanische Tenno nur Sohn der Sonne. Der Sonne ist oder der chinesische Kaiser Sohn des Himmels und so fort. Also hier wird sehr deutlich die transzendente Differenz gewahrt und wir haben so eine Art Doppelspitze im höchsten Bereich. Das zeigt, dass wenn man so will, die philosophische Grammatik der ersten Theologen gut funktioniert. Diese Menschen sind keine Psychotiker, sondern sie denken die Gedanken, die in der sozusagen im Fahrplan der Vernunft an dieser Station schlechthin zu denken waren. Weswegen wir auch nichts falsch machen, wenn wir in dieses Buch der Religion zurückblättern, weil wir wissen, das sind Stationen, Erfahrungen. Es sind Erfahrungen, es sind echte Erfahrungen, als solche unverlierbar zu machen und mitzunehmen auf die weitere Reise. Ja, die Menschheit ist eigentlich eine französische Erfindung. Hegel ist ein Komplize dieser Erfindung gewesen, indem er in dem Franzosen aller Franzosen, der übrigens ein falscher Franzose war, weil er ein Corse war, nämlich in Napoleon, die Weltseele zu erkennen vermeint hat. Und gleichzeitig ist die Avantgarde der Menschheit in der Gestalt des französischen Volkes aufgetreten. Nicht? Als Fichte seine Berliner Reden an die deutsche Nation gehalten hat, war er ja nur bewegt von der Eifersucht auf den französischen Enthusiasmus. Er hat gesagt, wir brauchen dasselbe, was die Franzosen haben, nämlich einen Menschheitsenthusiasmus in französischer Zunge, brauchen wir jetzt auch als deutschen Menschheitsenthusiasmus, als Gesang. Und das bedeutet, alle guten Menschen sind eigentlich deutsche Honoris Causa. Ja, oder in jedem guten Menschen, in jedem Menschen auf dieser Erde ist ein
kein Deutscher, der heraus will. Deswegen können wir die Menschheit tatsächlich vertreten und sie alle eingemeinden. So hat man, damals gedacht. Nicht viel anders von Russen. Nicht? Und, ja. so ist es bei allen messianischen Nationalismen, gibt es diese Konzeption, die Franzosen ihrer großen messianischen Ära waren davon überzeugt, dass in jedem Menschen ein Franzose steckt, der heraus möchte und dem man entgegenkommen muss, indem man ihm einen bewaffneten Befreiungsvorschlag überbringt. Das ist, wenn man so will, der Sinn der napoleonischen Feldzüge. Bewaffnete Befreiungsvorschläge an die Menschheit. Heute würde man das Nation Building nennen. Nicht? Und wenn Sie jetzt nochmal mit der Emphase von 1917 sprechen, ja, wenn dann sozusagen von einer Roten Armee, die im Süden Russlands läuft, eine Schwadron bis Budapest reitet. Ja? Dort ist schon Revolution. Und da reiten die Stafette weiter nach München. Das ist auch Revolution einen kurzen Moment lang. Ja? Ja. Und eigentlich will man jetzt auf der Strecke Riga-Paris, auf der D-Zug-Strecke, sozusagen Paris erobern. Wenn wir das haben, dann würde die Menschheit ergriffen von dieser neuen... diesen neuen Enthusiasmus, ja. Und genau darum geht es, nicht? Das Christentum hat zwischen seiner Erhebung zur Reichsreligion bis in die Renaissance, bis ins späte 14. Jahrhundert eigentlich nur einen Begeisterungsgrund für Menschen toleriert. Das ist nämlich der Glaube an die christliche Offenbarung. Davon begeistert zu sein, ist legalisiert. Und davon ergriffen zu sein, tut Menschen gut. Vom 15. Jahrhundert an werden in Europa alternative Begeisterungen eingeübt. Aber hier kommt jetzt noch sozusagen die neue Idee, der Phönixmensch, kann aus allen Ketten wieder auferstehen. Das steht so ähnlich bei Schiller auch. Ja. Und dieser wieder auferstandene Mensch kann die Toten wiedererwecken und rehabilitieren. Ja? Die kommen nochmal. Ja? Und eigentlich brauchen wir sofort die Raumfahrt. Wir brauchen auch sofort die Technik. Sitze für die Toten. Wir brauchen sofort die Technik, die den Menschen unsterblich macht, und zwar vorwärts wie rückwärts. Ja? Das heißt, Auferstehung der Toten war eine Zeit lang der Grenzwert der Menschheitspolitik, dass wir sozusagen die Vergangenheit erlösen. Das sind Figuren, die auch bei Walter Benjamin in einer vorsichtig gebrochenen, aber doch in ihrem Überschwang sehr wohl vernehmlichen Form zu Buch geschlagen haben. Also man hat damals einen alternativen Enthusiasmus zum christlichen und zum genialischen Enthusiasmus entworfen. Das muss man aber jetzt negativ äußern, indem man sagt, also alles, was christlich ist Vernebelungskunst. Ja? Und die wirklichen Poren des Menschen, die haben diese sinnlich-göttliche, naturalistische Kraft, Naturalisierung des Menschen und Humanisierung der Natur. Das ist eigentlich ein universales Projekt. Ja? Ja, eigentlich eine eigenartige Form des Kommentators, der mich, ich kann in jeder Zeit, in der Antike, im Mittelalter, in der Neuzeit und in der Moderne, einen Cousin von Ihnen nennen, der auf gleiche, aber nie auf gleiche gründliche Weise, jetzt hier die Erzählung als Kommentar, als begleitenden Kommentar, als Entdecker-Kommentar, als schatzsuchenden Kommentar, eigentlich gebraucht. Ja? Wie würden Sie Ihren Beruf bezeichnen? Ja, also ich sehe mich eigentlich in der Tradition der Essayisten, die von Montaigne erfunden worden sind. Ja. Der Essayist hier ist ja eine Charaktergestalt, die das 16. Jahrhundert... Das bürgerkriegsbeendende Erzählung. Ja, und es ist auch eine Fanatismus beendende Form von Beratung. Denn wir dürfen nicht vergessen, das 15. oder 16. Jahrhundert, das ist die Zeit, als ein neuer Sozialcharakter die Bühne Europas betroffen hat, nämlich der Sekretario.
Das heißt also derjenige, der das Geheimnis der Mächtigen teilt. Deswegen heißt er ja Sekretär, aber nicht in dem Sinne, wie heute Sekretäre bezeichnet werden, die meistens ja nur Schreibkräfte sind, denen das Wesentliche und das Geheime entgeht, aber auch nicht Geheimräte im österreichischen Sinn von heute, das sind ja nur sozusagen die Paradiesvögel der Bürokratie, sondern der Sekretär des 16., des 15. und 16. Jahrhunderts ist derjenige, der die Verlegenheit der Mächtigen betreut und mitweist. Nachfolger von Beichtvätern und Mönchen. Ja, das ist eigentlich die säkulare Rivale des Grand Aumônier, des Beichtvaters, der neben dem Mächtigen steht und ihn berät. Und der Essayist ist, wenn wir so wollen, die literarische Brechung des Sekretario. Der teilt die Geheimnisse der Mächtigen, aber er teilt ihnen keinen Rat, sondern wie Montaigne sagt, ich beriet mich mit mir selbst. Er muss sich nicht überreden. Also er muss sich selber zu einer Endüberzeugung bringen, sondern er bleibt in einem forschenden Gespräch mit der Tradition. Denn das ist ja das Wunder. Das Relaisstation, auch zur Antike, zu fernen Zeiten. Völlig richtig. Das heißt, er weiß, dass die Welt bereits nicht nur eine Geschichte oder viele Geschichten erzählt, sondern eben, dass das Geschichte ist, dass eine dichte Folge von Sedimenten abgelagerten menschlichen Wissens. Und wenn man zwischen diese Schichten geht und sie abhebt, entstehen neue Denkräume. Das ist sein Operationsfeld. Walter Benjamin hat an einer pathetischen Stelle seines Werks so von einer schwachen messianischen Kraft gesprochen, die von den früheren Generationen an die gegenwärtige Generation weitergegeben wird. Das heißt also, und diese leisen Kräfte, so wie die Gravitation eine schwache Kraft ist oder eine leise ist, die können Echos über die Zeiten halten. Ja? So muss es gehen. Actually, the first pathway. All right, sorry. Thank you. It's a very nice cemetery. This is why we all help. So is this sort of community service? No. If you have killed someone, or this is voluntary. Voluntary. Auf einem Friedhof in London steht das Monument, das Grabmonument von Marx. Da liegt er aber nicht drunter. Es ist nur ein,
ein Gedenkmal von den Russen aufgestellt. Sein wirkliches Grab liegt tiefer versteckt im Friedhof, weil er Jude war. Und ihr kamt dahin, ja, und dann sagt jemand, ja, na, ich kann euch zeigen, ja, wo das Grab wirklich liegt. Ich habe das, also das Denkmal aufgenommen und dann kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, du weißt schon, dass die Toten sich nicht bewegen, oder? Hat er gefragt? Ja. War das ein Friedhofswärter? Nee, es war ein Mann, der dort freiwillig den Friedhof aufräumt und sauber hält. Also eine Art Mannschaft, die die Toten pflegt, ja? Nicht die Toten, aber die Wege um die Toten. Ist ja ein sehr alter Friedhof, nicht? Ja. Und jetzt führt er euch weiter, aber er fand es nicht gleich. Er verständigt sich doch mit so einem Gerät. Er hat mir dann erklärt, dass das eben nicht das wirkliche Grab ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er uns das wirkliche Grab zeigen könnte. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann sind wir hinter ihm hergelaufen. Und dann wusste er aber nicht mehr, wo es ist. Also da, wo er dachte, wo es ist, war es nicht. Und da der Friedhof sehr verwachsen ist, war es auch sehr schwer zu finden. Und dann hat er mit dem Walkie-Talkie die Zentrale immer angerufen, ob die wissen, wo Herr Marx begraben ist. Und irgendjemand kam dann runter und hat uns gezeigt, wo das Grab ist. Und wie sieht das aus? So eine Steinplatte. Eine zerbrochen. Eine zerbrochene Steinplatte. Und da steht drauf? Karl Marx. Und da liegt er drunter? Ja. Eisenstein hatte vor, nach Oktober, das Kapital von Karl Marx und parallel dazu den Ulysses von Joyce zu verfilmen. Im Übermut. Ja. Er hatte einen großen Erfolg errungen. Mhm. Ja. Wenn Sie als Philosoph sich mal ausmalen, ja, was könnte er eigentlich da gemeint haben? Wie könnte ein solcher Film aussehen? Was sind für Bilder überhaupt in Marx enthalten? Ich glaube, der starke Hinweis auf das, was in Eisenstein vorgegangen sein mag zu dieser Zeit, liegt in dem zunächst völlig unerklärlichen Parallelismus der beiden Texte. Was kann er am Kapital sehen, was ihn gleichzeitig mit dem Odysseus fasziniert? Ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort ungefähr wie folgt klingt. Er hat begriffen, dass Marx in dem Buch Das Kapital sozusagen den allgemeinen Abenteurer porträtiert hat, gewissermaßen eine Systemtheorie des Abenteuers schlechthin, also die Weltreise der Seele wird von der Weltreise des Geldes überlagert. Und damit treten wir ein in eine Welt, die, wie James Joyce es ja erfasst hat, nur noch aus Metamorphosen besteht. Ja, also sein Ulysses ist ja auch nicht mehr nur der Mensch, der die Weltreise um das Mittelmeer vollzieht, sondern er vollzieht ja die vollkommene Verwandlung
seiner selbst im Laufe eines Tages. Ja, er braucht gar kein, nicht sehr viel mehr Zeit, um in eine Metamorphose zu geraten. Also sowohl, wenn er als Lügner auftritt und Geschichten erzählt, ja, um Gastfreundschaft zu erlisten, ja, wie dass gewissermaßen seine Schicksale ja, ihn permanent verwandeln ja, und er größte Schwierigkeiten hat, Ithaka wieder in seine Gestalt zurückzukehren. Und so ist es mit dem Geld im Allgemeinen. Nicht? Homer liefert ja uns zwei der schönsten Epitheta, Beiwörter, die je für einen Menschen geprägt worden sind, im Blick auf seinen Odysseus, der lateinisch zu Ulysses wird. Er nennt ihn einmal Polymetis, den Listenreichen. Und dann sagt er aber zu ihm noch etwas ganz Erstaunliches, er nennt ihn auch Polymechanos. Das heißt, der Mann, der die vielen Strategien in sich trägt. Ja. Also Mechanos ist der Stratege, es ist nicht der Handwerker. Es ist der Mann, der immer mit einer List arbeitet, um die Materialien etwas vollbringen zu lassen, was sie von sich aus nicht tun würden. Und ich glaube, das tut das Geld auch. Ja. Das Geld ist im Grunde genommen ein generalisierter Stratege oder ein generalisierter Verwandlungskünstler, der die Materie ins Umkleidezimmer bestellt und ihr Verwandlungen, Kostüme aufpresst, die sie von sich aus nicht angenommen hätte. Und ich denke, wenn man sich in diese bilderschaffende Intelligenz des großen Regisseurs von 1929 hineinversetzt, gelangt man vielleicht an einen solchen Pol, dass er spürt, es gibt Kräfte in der Welt, die erzeugen selber Verwandlungen. Bewegung, ja. Das heißt, sie laden die Materie, die ja ohnehin eine als philosophisch einen schlechten Ruf hat und sozusagen im Ruf der Labilität, sozusagen der Formbarkeit, sogar der Laszivität steht. Nicht? Er lädt die Materie ein in das größte aller Umkleidezimmer, das es jemals gab, nämlich in die kapitalistische Industrie, um dort Gestalten anzunehmen, von der sie bisher nicht zu träumen wagte. Eine Naturgeschichte der Gesellschaften und des Menschen, ja, dieses menschlichen, geselligen Wesens Mensch zu schildern. Das ist ja eigentlich sein Thema. Es ist aber nicht nur eine Naturgeschichte, es ist zugleich eine Art Theatergeschichte des Menschen als gemeinsame Geschichte von Mensch und Materie. Das ist ja Marx' starker Ansatz, nicht? Dass man Naturgeschichten inzwischen in Form von gemeinsamen Geschichten von Natur und Nicht-Natur oder von Natur und Übernatur erzählen muss. Und dieses ständige Auftauchen des einen im anderen. Ich glaube, das ist auch der Zugang zum Kapital und zu der Denkweise vom Markt schlechthin, dass es ihr nämlich immer gelingt, zu zeigen, nichts ist, was es zu sein scheint. Alles ist bereits umgekleidet. Wir treffen die Materie immer an in einem Zustand von dem ominösen Zustand der Rohstoffe und der sogenannten Bodenschätze. Das ist auch eine interessante bürgerliche Metapher, die Natur von vornherein in ein Schatzhaus zu erklären versucht. Aber wenn man von diesen beiden Fällen Rohstoff und Bodenschatz absieht, ist alles, was uns in der Wertsphäre, in der Welt der Waren begegnet, bereits umgekleidete, eingekleidete, kostümierte Materie, die an dieser Theatergeschichte des Werts und der verwerteten Materie teilhat. Da kann man an Marx, dem Ideologiekritiker, anknüpfen. Nicht? Er ist nicht umsonst der stärkste Kopf in der Generation nach Hegel. Und das bedeutet zugleich, dass er gelernt hat, der menschlichen Intelligenz neue Fragen zu stellen, wie man sie erst stellen kann, wenn der allergrößte Zyklus des ernsten Denkens abgelaufen ist. Das scheint in Hegel der Fall gewesen zu sein. Der Mensch hat offenbar, Marx gehört zu den Ersten, die das wieder wissen,
Er hat offenbar mehrere Intelligenzen in einer Intelligenz zusammen. Und es gibt eine Intelligenz, die würde ich vielleicht so die gläubige oder die ernste Intelligenz nennen. Daraus entstehen Arbeiter und Gläubige. Das ist eine Intelligenz, die für Ernstfälle geschaffen ist. Und es gibt eine zweite Intelligenz, das ist, würde ich die Intelligenz des Betrügers nennen, oder des Ingenieurs oder des Tricksters, wie die Ethnologen sagen. Das ist eine Figur, die in sehr vielen Mythologien auftritt. Jason. Jason ist ein solcher. Es gibt den Loki in der germanischen Mythologie, so ein Hermes natürlich, der Betrügergott par excellence. Also verkörpert eine andere Art von Intelligenz. Das ist nämlich die Intelligenz, die uns sagt, dass man nichts zum Nennwert nehmen darf, dass man nichts ernst nehmen darf. Und die andere Intelligenz ist diejenige, die uns sagt, du musst das ernst nehmen, du musst dich konfrontieren, du musst glauben. Also diese beiden Intelligenzen haben seit jeher im Innern des Menschen ein Ringen miteinander ausgetragen. Und Marx gehört zu der ersten Generation von Intellektuellen, die nach dem Ablauf dieses ganz großen Ernstfallzyklus, der in Hegel kulminiert, die beiden Intelligenzarten regelrecht gegeneinander ins Gefecht schickt. Ja. Und deswegen gehört er zu einer Generation von Philosophen nach der Philosophie. Das heißt, er ist wieder Sophist. Bei ihm gehört diese streitlustige Form der Intelligenz wieder. In gewisser Weise ist er auch, hat er auch die Denkformen des Anwalts. Das heißt, alles, was man sagt, ist Teil eines Plädoyers und nicht nur einer Tatbestandsaufnahme. Ja, die andere Intelligenz würde immer Tatbestände aufnehmen und der Trickster weiß aber, oder der Anwalt, das ist sozusagen die seriöse Form dessen, der die betrügerische Intelligenz kultiviert hat. Er weiß aber, dass alles Teil eines Plädoyers, eines Effekts, einer Darstellungsstrategie ist. Und er versucht nun, indem er sozusagen auf beiden Seiten gleichzeitig tätig ist, diese beiden Intelligenzarten gegeneinander arbeiten zu lassen. Das sind die Dramatis Personae, von denen er spricht, ja, nicht? Absolut. Also wieder ihr Bild vom Theater, ja, nicht? Mhm. Er führt das da vor. Ja? Das würde Eisenstein sozusagen dann möglicherweise, ja, wenn er den Film glücklich angeht, ja, zum Ausgangspunkt nehmen, dramaturgisch. Ja? Dass er vorstellt, die Maske des Bürgers, die Charaktermaske, ja? Mhm. Aber hinter der Charaktermaske stehen leidenschaftliche Charaktere, von Balzac ausgiebig beschrieben. Mhm. Man würde also da eigentlich diese Metamorphose auch beziehen da auf die ständigen Wandeln der Personen, von denen er spricht, und der ständigen Wandel der Gegenstände, ja? Mhm. Von denen er spricht. Ich glaube, dass Marx auch in gewisser Weise den Bürger als Charakterfigur auch erst miterfunden hat. Denn, und das kann man bei Balzac auch sehr gut sehen, die Gestalt des Geizigen, die ja im 17. Jahrhundert bei Molière emergiert und im 18. Jahrhundert ein wenig weiterentwickelt wird, die kristallisiert bei Balzac dann ganz und gar aus in dieser dämonischen Gestalt eines Bankiers, der so eine Art von sozusagen fast schon metaphysischer Verstopfung, ja, der diese wunderbare Tochter hat, ja, und ja. Dem das Hergeben zur Tortur wird, also die menschgewordene Akkumulation. Aber das musste auch erfunden werden, denn die Kapitalisten selber sind ja eigentlich nicht so. Die gehören eigentlich eher... Sind eher durchschnittlich. Sie sind erstens sind sie ganz durchschnittlich, zweitens sind sie, wenn sie erfinderisch sind, häufig Getriebene, die versuchen müssen, originell zu werden, unfreiwillig originell zu werden, weil ja der Kredit kein Erbarmen kennt und der Kreditgeber noch mit dem Gerichtsvollzieher drohen kann. Es gibt ja sogar einleuchtende sozialpsychologische Erklärungen der Neuzeit, die behaupten, dass der ganze moderne Staat um die Figur des Gerichtsvollziehers herum gebaut ist, der nämlich die wichtigste Funktion der Staatsautorität verkörpert, nämlich die Garantie des Kredits. Ja.
Wir haben, das haben wir in der heutigen Welt noch bis zu diesen berühmten Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung, um die Glaubwürdigkeit von Krediten gegenüber dem Ausland überzeugend darstellen zu können, hat ja sozusagen der Staat selber hier als Kreditgarant noch interveniert, was zeigt, dass also die Aufrechterhaltung des Glaubenskerns, nämlich der Kreditglaube, ja, zu der ersten aller Staatsfunktionen gerechnet werden musste. Man müsste die ganze, vielleicht die Geschichte der modernen Staatlichkeit von diesem Gesichtspunkt her revidiert neu schreiben, um zu zeigen, dass der Staat, wenn er als Garant nicht nihilistischer Lebenshaltungen tätig war, wenn er also den Glauben eigentlich unterstützt hat, dann nicht nur durch diese berühmte Allianz zwischen Thron und Altar, sondern durch die vielleicht noch tiefere Allianz zwischen dem Thron und dem Kreditsystem. Und des Treueverhältnisses. Es gibt aus der landwirtschaftlichen Gesellschaft noch etwas anderes, ja, aus der früheren vorkapitalistischen Gesellschaft. Treue um Treue. Darum war ja auch der Skandal, der im frühen 18. Jahrhundert in Frankreich mit der Einführung des Papiergeldes aufgetreten war, so ein nihilistischer Schock. Ja, vor dem hat sich ein. Man kann sagen, dass die Revolution dadurch einmal zugrunde ging, ja, dass sie hier Zuverlässigkeit, den Kredit nicht ausfüllen konnte. Denn diese Assignaten sind doch ganz wertlos geworden. Völlig wertlos geworden. Das gesamte Ergebnis der Revolution dahinter. Alle Äcker sind enteignet, ja, können neu verteilt werden. Ja. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und früher schon gab es ja diesen englischen Finanzier, der die französische Krone überredet hat, an so einem Papiergeldexperiment teilzunehmen. Das war schon so ein Wetterleuchten des Betrugs an der Spitze des Staates. Und aus dem heraus hat sich dann auch eine Art von revolutionärer Dynamik entwickelt, die den Glauben an die Gewährleistungsfähigkeit des Staates untergraben hat. Und wenn man heute sieht, wie die Staatsräson hinter der Staatsräson wirkt, dann kommt man immer wieder auch auf solche Punkte. Also wenn Glaubwürdigkeit hergestellt werden soll, dann viel weniger im Bereich der persönlichen Integrität der Politiker als in dem Engagement des Staates für das gute Funktionieren. Dass die Dinge zuverlässig bleiben, die Horizonte fest bleiben. Und dass sich der akkumulierte Wert nicht über Nacht in nichts auflöst. Das ist sozusagen das Mandat, das heute, glaube ich, bei allen Verantwortlichen angekommen ist. Und dass so etwas wie das jüngste Gericht über die moderne Wirtschaft, nämlich der Schwarze Freitag des Jahres 1929, sich nie wiederholen darf. Das ist, wenn man so will, das war die Sintflut, die gegen der biblischen Versicherung, der doch wieder über die Menschheit hereingebrochen war. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Eisenstein hier diese Skizzen macht, ja? Ja. Sich mit dem Kapital beschäftigt. Ja. Und wo im Zentralkomitee noch resttrotzkistische Kräfte sind, die sagen, jetzt nach dem Schwarzen Freitag könnten wir General Electrics kaufen. Ja. Für die Sowjetunion können wir hier mit Geld, ja, mit den Smaragden der Zaren, ja, mit dem, was im Ural steht, Güterzüge sollen an der Grenze schon gestanden haben, ja, um hier Gebote abzugeben, um etwas einzuliefern, ja, in den Westen. Ja. Nicht? Also wenn wir diesen Schwarzen Freitag sozusagen als von Eisenstein nicht bestellten Drehbuchautor mit hinzunehmen, nicht? Ja. Dann hätte er neben dem Ulysses und dem Kapital sozusagen noch einen dritten Ideengeber da gehabt, in dem sich nämlich zeigt, dass in diesem riesigen Umkleidespiel des Wertes auch Momente einer unerträglichen Bloßstellung auftreten können, ja, wo gewissermaßen gewalttätig geheilt werden muss. Also die Krise reicht ja, die Bässe, bis 1934. Ja, nicht? Und was sind das für Anstalten in China, im Dritten Reich, ja, in Italien, ja, um bei Roosevelt, ja, um darauf zu antworten? Ja, da muss praktisch so eine Art
ökumenisches Konzil des Kapitals stattfinden, um den Wertglauben wiederherzustellen. Nicht? Da gibt's Bischöfe, richtig. Auf halbem Weg zwischen dem Ersten und dem Zweiten Vatikanum hat sozusagen das haben die kapitalistischen Vatikane den Geldglauben reparieren müssen, und das angesichts dieses Supergaus von 1929. Und der Glaube an die überholende Kraft des Raubs, ja, dass ich also die Goldbestände von Norwegen, von Griechenland, von Frankreich und so weiter an mich nehmen kann als Deutsches Reich, ja, das würde jetzt noch sozusagen den alten ökonomischen Glauben, ja, der 1929 so dementiert wurde, also alle Fragen des Kredits, ja, als Glaube übertrumpfen. Das ist der Glaube, dass wir zurückkehren könnten sozusagen ins 16. Jahrhundert. Und nicht nur im 16. Jahrhundert, sondern eigentlich bis in die Anfänge aller Imperien, die ja als Beutesysteme begonnen haben. Das heißt also, wo das Geheimnis der Wertschöpfung sich in seinen allerfrühesten Manifestationen enthüllt, in der Gestalt, dass bei den anderen bereits Werte liegen, die mir eigentlich nur Reisekosten machen, aber keine Produktionskosten. Das heißt, ich muss nur eine militärische Expedition finanzieren können und für das, was ich tue, hinreichende Rückkehrsicherheit haben. Das mit Antworten, ich muss das Geheimnis der militärischen Expedition unter Kontrolle gebracht haben. Hinweg alleine genügt eben nicht. Man muss auch den Rückweg beherrschen. Und wenn man beides kann, hin und zurück, dann ist man so Herr einer Razzia, Herr der Beutekunst und hat damit für ein ganzes Weltalter scheinbar das Problem der Bereicherung gelöst. Bis mit der Moderne das Industriesystem auf den Plan tritt, in dem eine andere Form der Plünderung und eine andere Form der Wertschöpfung sich auskristallisiert. Und da wird es dann sehr viel schwieriger zu sagen, was man tun muss, um an die Schaltzentrale der Reichtümer zu gelangen. Meine ich jetzt, 2008, könnten philosophisch im Grunde zum Kapital, ja, mit den ähnlichen Kategorien, ja, eine Geschichte des Zorns, eine Geschichte der Liebe oder der Attraktionen, ja, nicht, und so weiter, schreiben. Und dann würde eine reiche Welt der Subjektivität inzwischen gelernt haben, von der Industrialisierung, die draußen war, aber immer 50 oder 100 Jahre nach einer äußeren Entwicklung in der Ökonomie findet im Innern der Menschen eine Wiederholung statt. Mit ähnlichen Metamorphosen, und da werden ungeheure Kräfte bewegt, die anschließend wieder in die Ökonomie als Motivation hineingehen. Verstehe ich Sie da richtig? Denn das ist ja immer wieder Ihr Ansatz in Ihren Büchern, ja, gewissermaßen diese Bewegungen nicht einzuengen, ja, auf die Dinge, weil die Dinge selber und die wahren gewordenen Dinge, ja, überhaupt nicht dinglich sind, sondern sie sind sozusagen kristallisierte menschliche Eigenschaften. Verwandelte Menschen, wie im Märchen. Das sind alles. Ich glaube auch, dass man die sieben Raben. Dass man die beste Annäherung an die Welt der Kapitalanalyse im Marx von einer Märchentheorie her vollziehen sollte. Ich glaube, die Geschichte des
Des Kapitalismus ist so etwas wie eine riesenhafte Vergrößerung dieses Märchens vom Teufel und mit den drei goldenen Haaren. Nicht? Also man braucht auch immer, wenn man nach einer Lösung sucht, nach einer Befreiung, nach einem Schatz, braucht man immer einen Helfer. Das sind diese so berühmten Adjuvanten in der Märchenmorphologie von Propp und Grémas, einem großen französischen Strukturalisten. Sind in den Märchen übrigens Frauen, ja? Ja. Einschließlich der Großmutter des Teufels, die auch der Glückshaut hilft, ja, zu den drei goldenen Haaren des Teufels. Ja. Und das sind also diese Helferfiguren, das können Personen sein, das sind aber auch zum Teil Tricks oder Sachen, also so Amulette. Über Amulette müssen wir noch gleich reden, weil ja Marx der Erste war, der verstanden hat, dass eine Ware eben nie nur das ist, was sie zu sein scheint, sondern dass immer auch eben einen Amulettcharakter besitzt. Ein versteckter Mensch, und zwar viele Menschen. Ja, und dass sie eben alle Dinge verzauberte Menschen sind. Also aus dieser Sicht wird einem tatsächlich klar, dass nur der größte Märchenerzähler imstande ist, die Welt von Karl Marx, nämlich die Welt der größten Verzauberungsanalyse, die es je gegeben hat, zu durchdringen. Also man muss geht nur dadurch, durch diese Zauberei. Ja, genau. Daher hätte man von Anfang an verbieten müssen, das Kapital allein zu lesen. Man hätte einen Kanon bilden müssen. Das ist vielleicht ein Vorwurf, den man doch Lenin und Co. Auch aus heutiger Perspektive machen muss. Man hätte einen Kanon bilden müssen und sagen, also, wenn man das Kapital liest, ohne die Metamorphosen von Ovid daneben zu lesen, ja, dann ist man auf der schiefen Ebene. Sagen Sie nicht Lenin und Co., denn er ist sozusagen schon ein sehr hohes Individuum, aber irrend, das Individuum wie viele, nicht? Ja. Und sozusagen vereinseitigt. Und diese Vorschrift, glaube ich, ist der Kernpunkt. Und man kann auch Marx noch mit Musik versehen, hier diese Texte, und sie wandeln sich. Ja. Überhaupt hat der ganze Marxismus bei der Zusammenstellung seiner Klassikergruppe, nicht? Vor allem diese unglückliche Trias, Marx, Engels, Lenin, einen falschen Kanon gebildet. Wenn man den vierten Mann, Ovid, der in die Gruppe hineingehört, weglässt, bekommen wir einen verstümmelten, im Grunde genommen positivistischen Marxismus. Das ist das Elend des Marxismus gewesen, dass er seine eigene märchenhaft-metaphysische Komponente unterschätzt hat und eigentlich mit dem Positivismus der bürgerlichen Wissenschaften konkurriert hat. Ja, und zwar im Namen dieses Gebrauchswertes. Nicht? Es gab ja eine Generation der falschen Sachlichkeit. Die falsche Sachlichkeit. Nicht? Man hat einfach immer vom Gebrauchswert geträumt, bei dem diese ganzen mystifizierenden Elemente an der Wertsache weggenommen werden und dass Menschen in ein trockenes Reich überführt werden, nicht? In eine Welt, wo die Ware vollkommen entzaubert wäre und die Menschen wieder zu den Realbeziehungen zurückkehren, die sie untereinander haben. Das ist ein linker Weg in den Positivismus gewesen, der sehr, sehr unheilvoll gewesen ist und zugleich ein Kategorienfehler in Bezug auf das, was Gesellschaft bedeutet, weil man im Grunde eine Kleingruppenutopie mit einer Großgruppentheorie verwechselt hat. In kleinen Gruppen können Menschen in der Tat zu ganz anderen Formen des Zusammenlebens finden. Wir sind ja auch von unserem biologischen oder alten evolutionären Design her Hordengeschöpfe, die mit 20, 50, wenn es hochkommt, 100 Leuten gut können. Alles, was darüber hinausgeht, muss über Abstraktionen und über symbolische Hilfskonstruktionen abgewickelt werden. Und wer das versteht und wer das mit sich selber abmachen kann, nicht? Dass es nicht möglich ist, die Welt in einen Freundeskreis zu transformieren, der hat, glaube ich, die erste sozialistische Lektion
gelernt und kann dann sozusagen auch diesen, sozusagen diese telekommunikativen Elemente, die in der menschlichen Koexistenz benötigt werden, positiv gedeutet. Das ist das Entscheidende, nicht? Wir dürfen nicht unseren Kleingruppenreflexen allzu sehr glauben, sondern wir müssen davon ausgehen, dass dieses andere Märchenmotiv, dieses politische Märchenmotiv, dass man die Welt in eine Wohngemeinschaft umwandeln möchte und dass man die Menschheit als als Freundeskreis und Familie darstellen möchte. Dass das ein Atavismus ist. Ja, ja? Das ist ein Atavismus und vor allem aber auch eine gefährliche Irreführung, die uns im Unklaren lässt darüber, was es mit unserem transzendierenden Elementen auf sich hat. Weil wir damit gefälschte und falsche Idole, falsche Symbole, wie zum Beispiel die Nation erzeugen. Ja, nicht? Mhm. Also eine Identität, die wohngemeinschaftsähnlich von Weitem aussieht, in Fahnen und Bildern gestaltet, so aussieht, aber das überhaupt nicht ist und überhaupt, sein kann. Überhaupt nicht sein kann, weil Menschen nur durch eine Art von großem Emotionsbetrug Familiengefühle gegenüber 50 oder 100 Millionen eigenen entwickeln kann. Nicht? Und als philosophische Detektive könnten wir jetzt zu den Marx, Engels, Lenin jetzt den Ossip Mandelstamm entdecken, der eine Ein-Mann-Opposition mitten im Stalinismus, an der er übrigens stirbt, aufmacht und der in den Tristia-Gedichten eine Form von Ovid, als Ovid Verband am Schwarzen Meer dichtet und sich nach Rom sehnt, nachahmt mit der Erfahrung, auch der fruchtbaren Erfahrung des 20. Jahrhunderts ausgefüllt. Ja. Mein Jahrhundert, mein Tier, das ist eine seiner Gedichtszyklen. Aber ja, das ist eine sehr bezeichnende Analogie, nicht? Wenn Mandelstamm den Ovid vom Schwarzen Meer wiederentdeckt, dann wiederholte er auch die Konstellation, in der Ovid sich befand, nämlich dass er immer nach Rom geschaut hat und immer versucht hat, so eine Art imaginäre Privataudienz bei Augustus zu bekommen und ihm nochmal zu sagen, ich habe es ja nicht so böse gemeint. Ja. Und meine böse Zunge war schon verraten. Meine böse Zunge hat sich da einen Moment lang selbstständig gemacht und du bist doch der Einzige und der Erste, der das verstehen müsste, weil du ja ein Sohn der Musen bist, der im Moment zwar von den harten Geschäften absorbiert wird, aber eigentlich doch auch einer von den unseren. So haben übrigens viele Autoren der Stalinzeit immer nach Moskau geschaut und immer das Gefühl gehabt, dass der einzige Leser, auf den es ankäme für sie, dort im Kreml sitzt und nachts das Licht brennen lässt. Es ist eine andere Verzauberung, die hier hinter steckt. Ja? Das ist keine des Kapitals, das ist eine ältere. Dass ich glaube, dass der böse Gott doch irgendwie einen gutmütigen Moment haben könnte. Introjektion des Aggressors. Ja. Und dass der Mensch, der vom Dämon der Strenge erfasst worden ist, also der Mensch, der sozusagen den Staat in sich hereingelassen hat, das ist heute meistens nicht mehr so, weil unsere Politiker den Staat nicht mehr in sich reinlassen, sondern ihn als Arbeitgeber betrachten. Das heißt, sie verkörpern ihn nicht mehr. Ja. Wenn sie es tun, werden sie interessant, aber auch gefährlich. Aber die meisten Politiker heute haben ein Arbeitnehmerverhältnis zum Staat und zur Gesellschaft. Dann müsste doch ein Rest an König sein, er so brutal ist, dann ist die Vermutung berechtigt. Dann dringt in ihn dieses kälteste aller Monstren, von dem Nietzsche gesprochen hat, auch persönlich ein. Und dann entwickelt er etwas, was Menschen normalerweise gar nicht haben und nicht können, nämlich diese Strenge der Überpersönlichkeit. Man hat das, der König, der Richter, der Henker und der Gerichtsvollzieher, das sind alles so Figuren, in denen der Staat nach seiner strengen Seite her sich darstellen kann. Das sind alles Derivate der Königsfunktion. Nicht? Das und das heißt, ist von der Intelligenz, von der Sie vorhin sprachen, die auf Glauben beruht. Die auf Glauben, auf Hingabe beruht. Und die den Ernstfall denkt und die immer dem Tod nahe ist, weil das ist das Ernsteste, was Menschen begegnen kann, die auch den Staat immer vom Tod her denkt. Das behält unter allen Umständen auch den der Inhumanität eine Glaubwürdigkeit. Also insofern ist der Thoas in Iphigenie eine sehr ernstzunehmende Figur.
Ja, weil er auch die... Die man auch nicht umbringen kann. Weil er die, sozusagen den Willen des Staates zu sich selbst verkörpert und den Vorsatz, auch in der nächsten und in der übernächsten und in, noch in 100 Generationen da zu sein. Und deswegen muss er eine Art Verkörperung des Notwendigen darstellen können. Das ist etwas, was in normale Menschenseelen überhaupt nicht eindringt, was nur tangential das berührt. Auch Dichter werden, lassen das meistens abgleiten und stehen zum Notwendigen immer im spitzen Winkel. Selbst Vergil, der seelisch sehr nahe an das Imperium rangegangen ist, nicht, hat immer noch für sich mehr Spielräume gefordert als Augustus sie besaß. Und Ovid sowieso, nicht? Der war ja geradezu ein Filou im Verhältnis zur Staatlichkeit. Das ist das, was ihm Augustus wahrscheinlich übel genommen hat und weswegen er die böse Zunge dann doch zum Staatsverbrechen erklärt hat und seinen besten Lyriker ans Schwarze Meer verbannt hat, wo er dann Traurigkeit sah. Aber Mandelstamm hat völlig recht, sich in ihn einzufühlen, weil er ja Nachrichten nach Moskau senden muss an einen Mann, der diese Härte, die Härte, die aus dem Staat, aus der Notwendigkeit, aus der Geschichte kommt, schon in seinem Namen darzustellen versucht hat. Er hat ja eigentlich eine für sich selber eine Mythologie der Grausamkeit, der Nötigung zur Grausamkeit entwickelt, die am Ende seine ganze Psyche aufgefressen hat. Dies ist eine Art Unterwelt der Ökonomie, eine Art Gegenökonomie, die man immer hinzufügen muss, ja, und die Ökonomie tangential nutzt gelegentlich, ja, zum Beispiel im Faschismus, ja. Im leisen Faschismus auch, ja, die aber bei Ihnen ein großes Interesse darstellt. Also wenn man die auslässt, ja, ist ein Teil, ja, des Menschenwesens auch wieder nicht erklärt. Also es geht nicht alles in die wahren Welt ein, ja, sondern es bleibt etwas draußen vor, was sich sozusagen nie städtisch wurde. Das hat auch damit zu tun, dass das Kapital und damit auch Marx und alles brauchen einen durch und durch erotisierten Menschen. Das ist eine für ihr Weltbild und zur Erklärung ihres Systems. Und damit können sie nur den halben Menschen erklären, weil Eros, wenn man das Wort ein wenig ungewöhnlich für moderne Ohren mit Gier übersetzt, wir haben ja einen Eros-Begriff, der inzwischen anders klingt, da denkt man immer an dieses Knistern der Geschlechterspannung und all die hübschen Attribute, die dazu käuflich erworben werden können. Nein, vor allem Gier und Attraktion. Gier und Attraktion und die Freude daran, dem eigenen Impuls erliegen zu können. All diese Dinge, nicht? Also der Kapitalist ist ein durch und in dieser Zeichnung ist ein durch und durch erotisierter Mensch, der von einem Dämon gesagt bekommt, die anderen glauben, Gier ist schlecht. Ich verrate dir im Geheimen, Gier ist gut. Wir sind jetzt im Moment in der Popularisierung. Diese Nachricht ist inzwischen beim Proletariat angekommen, durch die moderne Werbung. Aber in den letzten 200 Jahren begann eine dämonische Ausnahmemoral wirksam zu werden. Im Bereich der Politik hat schon seit Machiavelli ein anderer Sektor die Ausnahmemoral proklamiert. Wenn du in die Staatsposition kommst, wenn du Principe sein musst, dann musst du auch gegenüber der Allgemeinmoral, der christlichen Allgemeinmoral, die Ausnahmen lernen. Jetzt das Wort Fetisch. Ja? Was bedeutet, was heißt Fetisch? Ich glaube, das sind die Schlüsselworte. Also wir kommen mit dem Wort Fetisch auf eine afrikanische Spur. Und zwar scheint die Wortgeschichte über den portugiesischen Afrikahandel zu führen. Die portugiesischen Händler und vielleicht auch die Missionare haben beobachtet, dass in
Mittelafrika ganz eigenartige Formen von Kulten bestehen, die den katholischen Besucher unheimlich anmuten, weil sie wie eine archaischere Stufe des katholischen Heiligenkults wirken, und zwar sozusagen die dunkle Quelle desselben. Die haben beobachtet, dass man dort Statuen herstellt, menschenförmige Gebilde mit relativ grausamen Gesichtszügen. Und man hat dort einen Ritus befolgt, wonach es nötig war, diese Gestalt, diesen Fetisch im Werden mit Seelenkräften aufzuladen. Dabei entstanden diese berühmten Nagelmänner aus dem Kongo. Manche tragen bis zu 100 Nägeln, sind gespickt rundum mit einer Decke aus Eisennägeln. Das gehörte zur einheimischen Produktion, war ja Afrika auch schon seit seinem eigenen Mittelalter eine Eisenproduktion besessen hat. Und mit jedem Nagel wurde sozusagen ein Wunsch oder ein Fluch in den Körper dieses Objekts hineingetrieben. Was mitten im Ersten Weltkrieg noch mit Holzfiguren von Hindenburg geschieht, wo Nägel hineingetrieben werden. Man muss eine Spende mit dem Nagel verbinden. Mhm. Aber die Idee, dass man in einen Generalfeldmarschall, verehrte Person, dicke Nägel reinschlägt und das einmal darf, ist interessant. Ja. Es scheint also eine elementar gedankenhafte Figur zu sein, also eine Geste, die auch dem einleuchtet, der sie noch nie begangen hat. Dass solche Dinge deuten immer darauf hin, dass Elementargedanken oder Elementargesten bereit liegen, die den Menschen, wenn sie zum ersten Mal vollziehen, sofort etwas bedeuten können. Also, und so werden die wertvollsten hingebenden Eigenschaften von Menschen in Arbeitsteilung und unbewusst, die Menschen wissen nicht, dass sie das tun, in Waren eingehämmert und kehren dann als Waren wieder zu den Menschen zurück. Aber das kann auch ein Geschoss sein, eine Ware. Ja. Ja? Das kann auch ein Tigerpanzer sein. Es kann alles sein, worin so eine Art entäußernde Gebärde sich sedimentiert hat. Ja. Also überall, also in das Produkt fließt etwas ein. Das haben übrigens schon die Denker der Antike begriffen, hatten aber, weil sie den Begriff Arbeit in diesem Sinn nicht kannten, mit dem Begriff des Impetus gearbeitet, um das Abfließen von subjektiven Intentionen in das Produkt irgendwie zu fassen in der Terminologie, die in der Zeit zur Verfügung stand. Nicht? Also wir haben die Impetus-Theorie ist, wenn man so will, die verborgene Vorgeschichte der modernen Arbeitstheorien, denn damit hat man ausgehend von der mechanischen Beobachtung, nicht, dass wenn man einen Gegenstand anstößt, der die kinetische Energie, die er beim Stoß bekommen hat, behält. Also diese Übertragung hat ja, wenn man sich's recht überlegt, tatsächlich auch etwas Mysteriöses. Wenn man, wie ist es möglich, dass meine Kraft in die Sache da reingeht? Wieso kann die Kraft der Billardkugel in die andere Billardkugel übergehen? Also ein Wurf, aber einen ganz großen Wurf nennt man ein Buch, nennt man sozusagen ein Impetus, wie Sie sagen. Das heißt, ich lege etwas in die Sache hinein von meiner Lebenszeit. Aber Marx hat auch Intelligenz ja so verstanden, nicht? Ja. Dass man eigentlich in ein großes Buch sozusagen den gesammelten Zorn, die gesammelten Sehnsüchte aller vergangenen Geschlechter hineinlegt, um einen Anstoß zu geben, den Weltverhältnissen ein Ende zu bereiten, in denen die unerträglichen Teile der hier beschriebenen Verhältnisse perpetuiert werden. Und das bedeutet jetzt der Satz, die Landschaft der Industrie ist wie das aufgeschlagene Buch der menschlichen Psychologie. Samt ihrer Vorgeschichte. So ist es gemeint. So ist es gemeint. Und das heißt, wir können gar nicht anders als immer in einem Panorama zu stehen. Also wohin wir uns umschauen, sind wir immer in einer Art, in einem historischen Museum.
Und gut ist es, wenn wir es kommentieren, ja, uns leise vorhersagen. Wir brechen den Bann der Verhältnisse, wenn wir es die Verhältnisse entziffern, wenn wir es leise vor uns her sagen. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Geschichte. Man kann hier gar nicht mit sowas wie revolutionärer Gewalt ansetzen, sondern die Arbeit der Profanierung besteht darin, dass man in die Produktion zurücksteigt. Und das heißt aber, wie ein Schatzgräber ausgräbt, was verschüttet ist. Und da muss man auch Dinge ausgraben, die keine Waren sind, sondern man muss auch die Flüche ausgraben, die in die Fetische hineingehämmert worden sind. Man muss die als Gegengifte höchst brauchbar sind. Und man kann sie neu verwenden. Also die Menschheit ist. Sie verwandeln sich auch selber. So, denn ein abgelagerter Fluch kann Ressentiment werden, kann aber auch vergessener Fluch sein. Und dann weiß man nicht, ob das nicht eine segensreiche Zauberkraft hat. Denn von Menschen ist es ja gemacht. Und viel Mühe liegt drin im Zorn. Eben. Also kurzum, also wer sich auf das Gebet begibt, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, Alchemie zu studieren. Das heißt, man muss dieses riesige Transformationslabor für subjektive und objektive Kräfte und alles, was in Erfahrung gebunden ist, immer wieder neu mischen, neu synthetisieren. Lateralisieren, auseinanderlegen, disserre. Ja. Und es gibt so etwas, wie ein letztes Destillat, nicht aus dem dann die revolutionäre Explosion würde. Das kann man nie sagen, welche Reaktion diejenige ist, die eine Reaktion zum Besseren hervorruft. Wir haben ja in diesem Labor im 20. Jahrhundert ein paar mehr oder weniger missglückte Großversuche gesehen. Die Kräfte, mit denen experimentiert worden sind, sind immer noch da, stellen sich im Moment auch wieder neu auf und verlangen nach mehr denn je nach einer sinnvollen Alchemie. Und zwar die im Lichte der Erfahrung hilft, an diese verzauberten Verhältnisse zu rühren. Sie halten Marx für einen Dichter, einen begabten Poeten. Er sitzt in der imposantesten Bibliothek Londons, exerpiert Historie und dichtet um diese Fantasiekerne eine Geschichte. So entsteht der Ansatz seiner Theorie. Tun Sie ihm nicht Unrecht, wenn Sie diesen wissenschaftlichen Materialisten zu einem Dichter degradieren. Wieso degradieren? Eine poetische Metapher ist die Höchstform der Einsicht. In den Hügeln Großbritanniens werden im 16. Jahrhundert die Cottages der Bauern niedergebrannt, die Äcker enteignet und großflächig eingegrenzt. Schafherden weiden dort, wo zuvor Menschen lebten. So ist es bei Marx beschrieben. Das ist die ursprüngliche Akkumulation. Die Bodenfläche ist nur nützlich, wenn Schafe darauf weiden, deren Wolle in Holland gebraucht wird, wo das Kapital blüht. Das bringt Rückfluss. Es muss ein ursprüngliches, in Geld ausdrückbares Vermögen angehäuft werden, damit der Tauschprozess in Gang kommt. Das kann durch das Niederbrennen der Cottages geschehen, durch 2000% Profit im Opiumhandel mit China, durch Sklavenhandel oder durch Raub. Irgendeine ursprüngliche Aneignung muss es geben. Sie bringt Leid. Und Leid macht erfinderisch. Diejenigen, deren Häuser abgebrannt wurden, die Enteigneten, strömen nach London. Die es mit Diebstahl versuchten oder faul sind, erwartet der Galgen. Die anderen entwickeln aus dem Leid Erfindungskraft. Sie beginnen zu arbeiten. Das heißt, aus dem Acker ihrer Bereitwilligkeiten pflügen sie einen Bereich der Arbeitsbereitschaft, der besondere Fähigkeiten hervorbringt, treibhausmäßig. Ein Schatz im Innern der Menschen. Ich glaube, dass das bei Marx so gemeint ist.